Du musst jetzt was sagen. Hallo. Herzlich willkommen beim heutigen Video. Ey, ihr lasst euch doch nicht sicherlich abziehen hier, oder? Wie versteckt es? Es stand ja schon 7-0, ne? Und dann zeigen die auf einmal, dass sie doch zickern können. Na klar, wir sind ja nicht heute hier. Wir üben jetzt ja. Jetzt war vor, Wie soll es ausgehen, was meint er? Ja, so hoch wie möglich. 10-0, geht aber schlecht, wenn ihr schon 3 steht. Zum Spiel? Wie versprochen. Ja, 4-3. Ganz souverän, ja. Was Andi, was ist jetzt hier schiefgelaufen? Du musst ein bisschen deutlicher. Du musst vielleicht machen. Was haben wir denn überhaupt vor? Siehst du gleich. Warte mal. Okay, gut. Ey, das muss viel dramatischer kommen. Was ist denn das? So, und bitte nochmal. Unglaublich, unglaublich heutzutage. Einmal vernünftig arbeiten. Das war's. Du warst ja eben im Finale mit Isaac, wa? Ist das berechtigt? Ich meine, Isaac hat gewonnen, aber dass du überhaupt im Finale stehst, ich meine, bist du so begabt in dem Spiel, oder? Der hat voll geschummelt, ja? Rechtfertige dich. Kann man das Netzwerk machen? Das ultimative Finale zwischen Lea und Marco. Wer wird gewinnen? Es geht um die Angabe. Der Ball fliegt nur so und fliegt gegen mein Knie. Was für ein Verbrechen, aber es geht weiter. Marco hat Angabe, er spielt es souverän. Und Marco, Lea hat gewonnen! Lea, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Ja, dankeschön. Unglaublich! Eine Minute später, Lea und Marco stehen schon wieder im Finale. Mal sehen, wer diesmal gewinnt. Und Lea hat wieder gewonnen! Ein Star wird geboren! Und Jakob ist im Finale. Jetzt wird es dramatisch. Wer wird gewinnen? Franzi oder Jakob? Und die Fans sind eindeutig auf Franzis Seite. Jakob versucht sein Bestes. Und er gewinnt das Game! Ja! Was war ein Donnerstag für ein Tag? War es der vierte Tag in der Woche oder war da irgendwas Besonderes? Ja, da war mein Geburtstag. Ah,
Ja, Mensch, also im Sinne aller Zuschauer herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Den Input von oder beziehungsweise die Premiere von Andrew Horns. Also es war einfach richtig gut, weil er viele Vergleiche gezogen hat zu unserer jetzigen Zeit und dass wir es eigentlich theoretisch auch machen. Und es war ziemlich cool, ja.